Ich habe über dieses Thema verschiedentlich in anderen Kontexten schon referiert, aber ich will das heute pointiert herausarbeiten, worum es geht. Und ich will mit dem Begriff des Diasporischen beginnen, weil es im Judentum eine besondere Bedeutung hat. Denn die Etymologie der Diaspora, was ja im Griechischen ja nichts anderes heißt als Zerstreuung, Ausbreitung, Zerstreuung, hat im Judentum aus der jüdischen Geschichte heraus eine besondere Bedeutung erlangt, die späterhin auch die gesamte Selbstauffassung des Judentums, des messianischen Judentums, wie ich gleich erklären werde, bestimmt und geformt hat. Du, Heinz, hast gesagt, dass das Exil bzw. die Diaspora beginnt 70 nach Christus. Das stimmt. Aber es gab schon vorher eine jüdische Diaspora. Und zwar 586 vor Christus, als Nebukadnezar, also das Babylonische Reich, die Jerusalem bzw. das Land Palästina damals erobert hat. Und bei dieser Eroberung sind eine ganze Menge Juden teilweise deportiert worden, teilweise einfach nur gebeten worden, mitzukommen, weil man sie gebraucht hat. Aber das gilt als eigentlich das erste Exil im Judentum, das sogenannte babylonische Exil. Und es gab da auch drei Schübe. Ich möchte mich auf diese ganzen Momente jetzt nicht eingehen, denn ich möchte mich wirklich nachher auf die Moderne verlagern. Aber dieses Wenige muss gesagt werden. Die Vorstellung, dass es ein Exil gegeben hat, hängt mit der Geschichte zusammen, dass Juden eben eine Zeit lang im babylonischen Exil gelebt haben. Eines der größten Lamentationen, die es im Judentum gibt, ist diese Sehnsucht, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, diese Sehnsuchtsgesang, wo es sagt, auf den Flüssen beziehungsweise an den Flüssen von Babylon saßen wir und gedachten Jerusalems. Und da ist auch der Spruch, sollte ich jemals deine vergessen, Jerusalem, so wer soll meine Zunge an meinen Gaumen kleben oder das war jetzt eine freie Übersetzung. Es gab dann bei diesem, das war deshalb ein Exil, weil damals der erste salomonische Tempel zerstört worden war. Und diese Tempelzerstörung bedeutete in der Tat, dass das Judentum zunächst aufgelöst war. Nach diesem Exil, das schon, wie gesagt, 5, 6 Jahrhunderte vor der christlichen Zeitrechnung stattgefunden hat, nach diesem Exil gab es ein Wiederaufblühen des Judentums im Land Palästina, bis dann es zum zweiten Tempelzerstörung gekommen ist. Gab dann eine weitere Tempelbildung. Tempel ist ja, Bet HaMikdash im Hebräischen, ist ja das wichtigste Heiligtum im Judentum in der damaligen Zeit. Unter Titus, dem römischen Kaiser, ist dann dieser zweite Tempel zerstört worden. Es gibt auch ganz berühmte Reliefs, die zeigen, wie auch die Menora aus dem Tempel transportiert wird und im Grunde genommen nach Rom gebracht worden ist. Dieses war das Zeichen wie den Zusammenbruch des Judentums in Palästina, aber es gab noch unter der Besatzung der Römer noch einen Aufstand, noch mehrere Aufstände. Das berühmteste war von Shimon Bar Kochva, einem israelischen, für einige Leute ist das ein Held gewesen, für andere Leute ist das ein Wahnsinniger gewesen, denn er hat sich also gegen die Römer empört in einer Art und Weise, dass nachdem die Römer dann seinen Aufstand, den Bar Kochva Aufstand, niedergeschlagen haben, ist es zu dem Tod von, also die Mindestzahl ist von einigen Dutzend Tausend und die eher gängige Zahl ist, dass 300.000 oder 400.000 Menschen dabei umgekommen sind, also ein mittlerer Völkermord im Grunde genommen. Deshalb wird auch Bar Kochba mit seiner Empörung und in was er sozusagen das Land gestürzt hat von den Kritikern, also es gibt von einer ganzen Menge Leute, die ihn feiern, aber von den Kritikern ist er dann späterhin als ein Stück Unglück angesehen worden. Aber jedenfalls spätestens im Jahre 136, also nachdem der Aufstand von Bar Kochba niedergeschlagen worden ist, spätestens im Jahr 136 der christlichen Zeitrechnung, beginnt das, was man das jüdische Exil nennt, und zwar teilweise, weil es Vertreibungen gegeben hat, aber
eine ganze Menge von dem, was es da an Migration gegeben hat, waren freiwillige Migration. Das muss man bedenken. Das heißt also, wir reden von Exil, aber das Wichtige ist, dass es nicht so nur eine Deportation, also eine aufoktroyierte, eine aufgezwungene Deportation gewesen ist, wie im babylonischen Exil, sondern ab nach 136 der christlichen Zeitrechnung ist es durchaus ein Exil, das teilweise die Juden in der Migration sich wählen. Und da beginnt das, was man die Zerstreuung nennt. Und ich möchte mich jetzt noch auf den Begriff von Diaspora nochmal beziehen. Diese Etymologie des Diasporischen bedeutet ja nichts anderes als Zerstreuung. Und diejenigen von euch, die mal in Tel Aviv gewesen sind, auf dem Campus der Tel Aviv Universität, haben vielleicht das Diaspora-Museum dort besucht. Das Diaspora-Museum heißt im Hebräischen Bet HaTfuzot, das Haus der verschiedenen jüdischen Gemeinschaften, der zerstreuten jüdischen Gemeinschaft in alle Herren Länder. Denn diese Migration hat nicht nur in eine Richtung, sondern in alle Richtungen und hat über Jahrhunderte dann über Nordafrika, dann über nach, übersetzt nach Spanien und Frankreich, späterhin auch nach Holland, dann über Skandinavien ist das Gros des sogenannten aschkenasischen Judentums, also das Judentum, das sozusagen zu Mittel- und Osteuropa gehört. Aschkenas war im Grunde genommen der Name von Deutschland. Aber es ging nicht nur um Deutschland, sondern alle Juden, die von Deutschland ostwärts sich angesiedelt haben. Das sogenannte osteuropäische Judentum wird als das aschkenasische Judentum apostrophiert. Und da muss man verstehen, dass dieses Diasporische damit zusammenhängt, dass da eine Idee, eine Vorstellung von dem, was das jüdische Volk zu sein hat, auf der einen Seite sich etabliert, aber auf der anderen Seite Lebenswelten entstehen. Es entstehen ja Realitäten in der gesellschaftlichen Habitus dieser Leute, Realitäten, die, von denen man sagen kann, die Leute siedeln sich an. Sie waren zwar überall Fremdkörper, damals noch kein moderner Antisemitismus, sondern aus einem religiös begründeten Judenhass, der mehr oder weniger die Juden als die Gottesmörder angesehen haben. Und von daher gab es eben auch die Verfolgung der Juden. Aber parallel zur Verfolgung der Juden überall war das so, dass sie in den Residenzgesellschaften, in denen sie sich angesiedelt haben, durchaus Lebenswelten unterhielten, jüdische Gemeinden unterhielten, die, und jetzt kommt die Idee, davon ausgingen, dass sie eines Tages zurückkehren würden nach Zion. Zion heißt Jerusalem, also in das Land Israel beziehungsweise in das Land Palästina. Und diese Vorstellung, dass man eines Tages zurückkehren würde, hatte einen theologischen Hintergrund, nämlich den, dass im Judentum die Vorstellung, dass die Juden wieder nach Israel kommen würden, damit zusammenhängt, dass der Messias ankommen wird. Ich rede jetzt vom jüdischen Messias, der ja bekannterweise noch nicht angelangt ist. Im Christentum ist ja der Heiland ja schon angekommen. Aber im Jüdischen ist der Messias noch nicht angekommen. Und erst wenn der Messias, der einst kommen würde, übrigens nicht vom Himmel, sondern im Judentum wird der Messias aus dem Volk herauskommen. Wenn es der einst der Messias kommen wird, erst dann werden alle Juden, die Juden, die sich in alle Welt verstreut haben, also in der Diaspora als die Verstreuung, die Verbreitung der Juden dann überall in der Welt, erst dann werden diese Juden sich im Zion wieder versammelt wissen. Und von daher war im Grunde genommen die Idee der Rückkehr nach Israel eher eine nicht praktikable und auch jedenfalls keine praktische und keine real anvisierte Idee, sondern immer eine Vorstellung, wie es im Gebet auch heißt, nächstes Jahr in Jerusalem. Aber das hieß nie, dass wenn Leute in Spanien oder in Polen oder in Deutschland beteten, Juden, die beteten und sagten, nächstes Jahr in Jerusalem, hieß es ja nicht, dass die vorhatten, nächstes Jahr ihre 7 Sachen zu packen und nach Jerusalem zu gehen, sondern in dem Moment, wo der Messias kommen würde, erst dann, wenn der Messias kommen würde, würde es dazu kommen, dass es nach Gottes Willen sozusagen, nachdem Gott das gewollt haben wird, werden die Juden dann sich sozusagen im Land Zion, also im Land der Juden, versammelt haben. Diaspora bedeutete von daher, und ich glaube, das ist sehr oft missverstanden worden,
durchaus etwas, das nicht nur mit der soziologisch-demografischen Verbreitung und Zerstreuung der Juden zu tun hatte, sondern auch mit einem religiösen Grundgedanken. Und das muss man überhaupt verstehen, dass im Judentum der Begriff des Volkes, der Begriff der Nation und der Begriff der Religion miteinander so verbandelt sind, so kohärent miteinander verbunden sind, dass im Grunde genommen das eine vom anderen nicht auseinandergehalten werden kann, nicht getrennt werden kann. Im modernen politischen Denken trennen wir Staat und Religion beispielsweise. Also dass die Vorstellung Staat oder Volk oder Nation und Religion wird auseinandergehalten. Ein Deutscher kann Protestant, er kann Katholik, er kann Jude, er kann Buddhist, er kann Mohammedaner sein. Im Judentum ist die Vorstellung, dass man dem jüdischen Volk angehört, nur dann vorstellbar, beziehungsweise der jüdischen Nation angehört, nur dann vorstellbar, wenn man auch an der jüdischen Religion festhält. Und von daher war der Begriff des Diasporischen, das heißt, der Begriff des außerhalb des Landes Israel, dem Land, dem Erwählten, dem Land, das von Gott verheißen wurde, dem erwählten, auserwählten Volk, wie es die Juden selber für sich in Anspruch genommen haben. Erst dieser Gedanke, dass man dieses Land von Gott versprochen bekommen hat, verheißen bekommen hat, und dass es diesem Volk versprochen worden ist, hielt den messianischen Gedanken über Jahrhunderte so am Leben, dass auf der einen Seite die Lebenswelten sich überall etablierten. Deutschland und Spanien und Frankreich und wo nicht. Es gab auch immer eine kleine Gemeinde in Palästina, also im Land Israel, im Erz Israel. Aber dass die Vorstellung, die Grundvorstellung, die sowohl national als auch religiös war, und wie gesagt auch den Begriff des Volkes mit in Anspruch nahm, dass dieser Gedanke im Grunde genommen als eine Idee, als eine Art regulative Idee, im Grunde genommen den messianischen Gedanken im Judentum immer als ein Hoffnungsprinzip aufrechterhalten worden ist. Wenn man sagt, dass das Judentum sich über, wie Heinz vorhin sagte, über Jahrhunderte und Jahrtausende am Leben trotz Verfolgung und trotz Diskriminierung und trotz auch physische Verfolgung und teilweise auch Versuche der Ausrottung und so weiter, dass es dem ausgesetzt gewesen ist, war der Grundgedanke, warum die Leute sich am Leben erhalten haben, weil man meinte, eines Tages wird diese messianische Hoffnung sich erfüllt haben und das Volk Israel, wenn es Gott will, wird sich dann im Land Israel eingefunden haben. Es ist vollkommen klar, dass ein solcher Gedanke zunächst und vor allem ein religiöser Gedanke ist. Und in der Tat waren die Juden über viele Jahrhunderte, so wie das Christentum übrigens auch und wie die Islam letztendlich bis zum heutigen Tage, zunächst und vor allem eine Religion. Das heißt, eine Religion, die, weil sie auch im Judentum eine Gebotseinhaltungsreligion, es gibt ja 613 Gebote im Judentum, die das Leben mehr oder weniger bestimmen, wie das Leben verlaufen soll. Diese 613 Gebote waren das, was das Halachische, also das orthodoxe Judentum, immer meinte, auch implementieren, also verwirklichen zu sollen. Das heißt, diese Gebote mussten eingehalten werden. Und so entstanden die religiösen, aber auch durchaus auch Lebensgemeinschaften, die im Grunde genommen das Judentum ausgemacht haben. Judentum war sowohl soziologischer Habitus, aber Judentum war auch die Kultur der jüdischen Religion. Judentum war im Übrigen, weil es keine missionarische Religion gewesen ist, also im Gegenteil zum Islam und im Gegenteil vor allem zum Christentum, ist Judentum keine missionarische Religion, war das eine Religion, die auch für sich in Anspruch genommen hat, sich abzukapseln, das heißt, sich selbst auszuschließen aus der christlichen Gemeinschaft. Juden sind auch deshalb verfolgt worden, weil sie immer als Fremde angesehen wurden, wobei Juden, die auf der einen Seite der Residenzgesellschaftskultur sich angeschlossen haben, das ist vollkommen klar, dass orientalische Juden eingefärbt sind von den orientalischen Kulturen, in denen sie gelebt haben, wo es gegen aschkenasische Juden eben von der polnischen Kultur oder von der deutschen Kultur oder von der russischen Kultur
geprägt worden sind. Aber das Wichtige daran war, dass diese Gemeinschaften, die sich als kulturelle Gemeinschaften, auch als soziologische, auch als ökonomische Gemeinschaften erhalten haben, dass sie immer auch den religiösen Kitt gehabt haben, um sich am Leben zu halten. Das ist sehr wichtig zu betonen, denn so mehr oder weniger geht dieses Judentum in die Moderne ein. Ich rede von der Moderne, wenn ich von der Moderne rede, rede ich gemeinhin vom modernen Zeitalter, das für mich am Ende des 18. Jahrhunderts beginnt. Für mich ist ausschlaggebend, um die Moderne, die westliche Moderne zu definieren, dass es eben die industrielle Revolution gegeben hat, die auch eine neue Produktionsweise, also den Kapitalismus, den bürgerlichen Kapitalismus in die Welt gebracht hat. Die französische Revolution, die den modernen Nationalstaat so weit geprägt hat, dass es zum Modell geworden war für die Nationalstaatsbildung im 20. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, Verzeihung. Und natürlich ein weiteres Element, das jetzt auch kurz beredet werden muss, weil es auch das Judentum stark geprägt hat und das Judentum war auch Mitträger davon, es war vor allem auch die westliche Aufklärung. Die westliche Aufklärung, über die kann man jetzt also selbst über die kann man jetzt irgendwie stundenlang reden, aber was ich sagen will, die westliche Aufklärung hat sich vor allem darin ausgezeichnet, dass sie den ehemals von einem gottgeleiteten Menschen, die Vorstellung von einem gottgeleiteten Menschen, der Gott, der auch weiß, wie dieser Mensch eines Tages auch sein Schicksal haben wird, ob es dann in die Hölle bzw. ins Paradies kommt und so weiter, wenn wir die Vorstellung beispielsweise des Calvinismus und die, der überhaupt der Theologie des Katholizismus in Anspruch nehmen. Uns betrachten, dass diese Vorstellung von einem von Gott, sagen unter Gottes Anleitung und Gottes Vorstellung nach Gottes Plan lebenden Menschen, dass diese Vorstellung über den Haufen geworfen wird zugunsten der Vorstellung, dass der Mensch im Mittelpunkt des Seins steht, dass der Mensch im Grunde genommen auch zum Subjekt seines individuellen Schicksals, vor allem auch seines kollektiven Schicksals wird. Das heißt, dass der Mensch zum Subjekt der Geschichte wird. Und die Vorstellung der Aufklärung war, dass dieses Subjekt der Geschichte fähig ist, nicht nur sich selber Ziele zu setzen, die es dann verwirklichen will, sondern dass dieses Subjekt der Geschichte auch fähig ist, unabhängig jetzt von der Vorstellungen ist, auch die ganzen Sachen so zu tragen, dass eine jede Epoche, eine jede Zeit fortschrittlich ist als die vorangegangene Zeit und jede künftige kommende Zeit ist fortschrittlicher als die gegenwärtige. Das heißt, der Fortschrittsgedanke, der Progressgedanke war ein zentrales Moment, Motiv in der Aufklärung, wobei ich ja natürlich mir dessen bewusst bin, es gab ja verschiedene Aufklärungen. Die schottische oder die britische Aufklärung war eine andere als die deutsche und die deutsche war auch relativ anders als die französische. Aber dieser gemeinsame Nenner, den ich gerade gesagt habe, der war richtig, der war im Grunde genommen ausschlaggebend für alle diese Aufklärungsbewegungen. Der Mensch wird zum Subjekt der Geschichte. Der Mensch, weil er vernunftbegabt ist, ist auch fähig, Pläne zu machen und diese Pläne zu verwirklichen. Und der Vernunftgedanke in der Aufklärung kommt auf Kosten sozusagen dessen, was irrational ist. Und von daher verabschiedet sich die Aufklärung, vor allem die französische Aufklärung, nicht von der Religion im Sinne eines Glaubens. Das heißt, ein Voltaire hat nichts dagegen, dass die Leute weiterhin glauben, aber von der institutionalisierten Religion, das heißt also von der Kirche. Voltaire bekämpft beispielsweise die kirchlichen Institutionen. Er bekämpft nicht den Glauben als solchen. Ein Aufklärer wie Immanuel Kant sieht durchaus eine Trennung von dem, was Glauben ist und von dem, was der Mensch als vernunftbegabtes Wesen für sich in Anspruch nehmen kann. Und er bestimmt im Grunde genommen auch die Grenzen seiner Philosophie dahingehend, dass er sagt, über Gott
seine Existenz oder seine Nicht-Existenz habe ich im Grunde genommen gar nichts zu sagen. Das heißt, die Philosophie kann da gar nichts leisten. Das heißt, es gibt keinen philosophisch gelungenen Gottesbeweis. Deshalb hat sich im Grunde genommen die Philosophie mit Gott gar nicht zu befassen. Diese Vorstellung der Aufklärung, dass der Mensch zum Subjekt der Geschichte wird, aber jetzt schon nicht mehr Gott geleitet, was immer auch im Privat über Gott, Gott glauben mag oder nicht glauben mag, dass diese Vorstellung des Menschen als Subjekt der Geschichte ausschlaggebend wird, im Grunde genommen für die gesamten politischen Bewegungen, für die gesamten ökonomischen Bewegungen und auch für die kulturellen Bewegungen im Sinne einer rationalen Niederlegung der Grundlagen dessen, auf denen der moderne Mensch sich bewegt. Das Judentum gerät in diesen Strudel. Das ist also in der Tat so, dass das Judentum bis zum damaligen Zeitpunkt in abgekapselten Gemeinschaften, ob es nun eine Ghetto-Gemeinschaft ist, die ersten Ghettos gab es im 16. und dann 17. Jahrhundert in Italien, aber späterhin gab es sozusagen die kleinen jüdischen Gemeinschaften, die man Städtel nannte, also das kleine Städtchen, in dem Juden ihr Leben alles religiös bestimmt, mit dem Sabbat und den Feiertagen und so weiter und so fort, aber eben auch ihre ökonomischen Gemeinschaften. Aus dieser Vorstellung eines jüdischen Lebens als ein religiöses Leben hat sich mehr oder weniger das Judentum in dieser Neuzeit, in dieser Moderne, verabschiedet zugunsten eines Eingangs in die modernen bürgerlichen Gesellschaft. Das ging natürlich nicht, ohne dass sie dafür eine Erlaubnis gekriegt haben. Erlaubnis sage ich in Anführungszeichen. Es waren in der Tat eine ganze Menge Herrscher, die sich mit Judenpatenten und Judenemanzipation befasst haben. Ich glaube, wenn wir sagen, dass Napoleon mit seinem Code Napoleon den Juden sozusagen ihre Freiheit oder ihre bürgerliche Gleichberechtigung erteilt hat, dass er im Grunde genommen den großen Wendepunkt darstellt, als die Juden im Ende des 18. Jahrhunderts, zu Beginn des 19. Jahrhunderts sozusagen in die bürgerliche Moderne Eingang finden. Das war jetzt der erste Teil, um zu erklären, wie es mit dem diasporischen Juden ausgesehen hat. Und jetzt gehen wir allmählich über zu der Frage, wie kommt es eigentlich zum Zionismus? Dazu muss man begreifen, dass was der Jude erfährt, gerade im Zuge seiner Emanzipation, ist die Tatsache, dass er als ein Fremdkörper in der christlichen Gesellschaft, wir reden jetzt vor allem von Europa, wir reden vor allem vom Westen jetzt, dass er in diesem neuen Zeitalter der bürgerlichen Revolution, die französische Revolution, die sich doch über weitere Revolutionen dann ausgebreitet hat, dass er in diesem Zeitalter der Jude mehr oder weniger sich vor dem Problem gestellt wird, Rechenschaft darüber abzulegen, und zwar von Nichtjuden wird dann ihm dieses Problem herangetragen, was bist du denn im Grunde genommen? Bist du ein Teil eines Volkes? Also wenn du beispielsweise ein deutscher Jude bist, bist du ein Teil des deutschen Volkes oder bist du ein Teil des jüdischen Volkes? Und ist das jüdische Volk mit dem deutschen Volk vereinbar? Die andere Frage ist, seid ihr gerade Nation? Oder wenn ihr Nation seid, seid ihr Teil der französischen Nation oder seid ihr nicht Teil der französischen Nation? Oder die Vorstellung überhaupt, dass ihr nur eine Religion seid, ihr Juden, ja, was heißt das in einem Zeitalter, wo wir den Staat von der Religion getrennt wissen wollen? Das war ja der Logos der bürgerlichen Revolution. Was kommt ihr uns da irgendwie mit Religion an? Wie gesagt, was die Nichtjuden, die Goyim, die sie im Judentum genannt haben, was die Nichtjuden nicht begriffen haben, dass für den Juden im Grunde genommen, für den orthodoxen Juden, Nation, Volk und Religion gar nicht auseinander zu dividieren sind. Aber genau dieser Moment war es, was den Juden dann sozusagen hat zu einem jüdischen Problem werden lassen. Nicht in den Augen der Juden, sondern in den Augen der Nichtjuden. Ihr seid fremd. Aber was seid ihr denn? Seid ihr Teil oder seid ihr nicht Teil der neuen emanzipativen bürgerlichen Bewegung?
Die Juden, ob sie es nun wollten oder nicht wollten, in dem Moment, wo sie sich vor diesem Problem gestellt gesehen haben, und sie sahen sich vor diesem Problem gestellt, denn sie waren ja Teil einer Gesellschaft, die sie sozusagen als Fremdkörper angesehen hat, obwohl sie etabliert waren, obwohl sie Lebensrealitäten gelebt haben und so weiter und so fort. Die Juden mussten dann eine Antwort leisten, wenn ich das mal so sagen darf. Und es gab ja im Grunde genommen drei Strategien, die das Judentum sich hat einfallen lassen. Die eine war die Strategie der Assimilation oder der Akkulturation. Das heißt also, der moderne Jude, so heißt es mehr oder weniger, vor allem in dem deutschen Kulturbereich, der Jude ist deutscher Bürger mosaischen Glaubens. Das heißt, zu Hause darf er Jude sein. Aber wenn er auf die Straße geht, beziehungsweise wenn er in die Arbeitswelt eingeht der bürgerlichen Gesellschaft, dann hat er sein Judentum abzulegen. Und die Verinnerlichung dieses Postulats war, dass die Juden meinten, sich assimilieren, sich anpassen zu sollen, sich integrieren, also sich zu akkulturisieren, weil sie im Grunde genommen Teil einer Kultur werden sollten, die ihnen zunächst fremd war, aber die sie nun anstrebten. Man darf nie vergessen, dieses Anstreben, ein Teil einer Kultur zu werden, war im Judentum immer so, dass Juden auch teilweise späterhin, vor allem die deutschen Juden, zutiefst beleidigt und getroffen waren, gekränkt waren, als man nach dem Ersten Weltkrieg ihnen, wo sie das Eiserne Kreuz als Kämpfer für Deutschland errungen hatten, als sie dann mit einmal es hieß, ihr seid aber hier ein Fremdkörper in diesem Land. Das heißt, also die eine Möglichkeit war die der Akkulturation, der Assimilation. Heute in Israel, wenn man von Hitbolelut, also das heißt Assimilation, redet man darüber priorativ. Aber man darf nicht vergessen, für Juden im 19. Jahrhundert, vor allem für deutsche Juden, war die Assimilation etwas durchaus Positives und Erstrebenswertes. Sie wollten Deutsche sein. Es kommt nicht von ungefähr, dass sehr viele jüdische Dichter gelten als diejenigen, die die deutsche Sprache, auch jüdische Philosophen, die deutsche Sprache besonders gut gemeistert haben, weil sie sozusagen eine Bringschuld zu leisten hatten. Also die eine Möglichkeit war die Assimilation. Eine zweite Möglichkeit, die war auch ausgeprägt im Judentum, war der Sozialismus. Der Sozialismus meinte, die Juden müssen dann nicht emanzipiert werden, indem man sie als Juden emanzipiert, sondern eine Emanzipation der Menschheit, wie es der Sozialismus visioniert hatte, eine Emanzipation der Menschheit würde dazu führen, dass die Juden mit emanzipiert werden und nicht als eine Kategorie, die für sich alleine steht. Das heißt, die Juden müssen nicht eigenständig emanzipiert werden, sondern die Juden müssen sozusagen im Rahmen einer gesamtmenschheitlichen Emanzipation emanzipiert werden. Es kommt nicht von ungefähr, dass sehr viele Juden sich dem Sozialismus angeschlossen haben. Viele von ihnen, und die bekanntesten sind vielleicht Leute wie Trotzki oder Rosa Luxemburg, waren auch Revolutionsführer. Also revolutionäre Revolutionsführer. Viele jüdische Philosophen waren dem Marxismus und dem Sozialismus verpflichtet. In Deutschland kannte man späterhin auch die Frankfurter Schule, die freudomarxistisch oder weniger ausgerichtet waren. Das waren durchaus jüdische Traditionen aus dem 19. Jahrhundert, die meinten, die Emanzipation der Juden muss parallel laufen bzw. integriert werden in die Emanzipation der Menschheit. Die dritte Strategie ging davon aus, dass das, was die Sozialisten visionierten und das, was die Assimilationsfreunde visionierten, dass das im Grunde genommen gar nicht zu leisten war. Selbst ein Mann wie Moses Hess, der eigentlich Marx nahe war und selber ein Sozialist gewesen ist, hat die Einsicht gewonnen, beziehungsweise er kam zur Einsicht, dass es nicht klappen wird mit den Juden. Juden werden im Grunde genommen sich nicht integrieren können. Sie werden ewig verfolgt werden. Und das hing zusammen mit der Aufkunft des sogenannten modernen Antisemitismus.
Für diese Schlussfolgerung gab es dann die dritte Strategie und die war der Zionismus. Über den rede ich jetzt gleich, aber was erklärt werden muss zum Antisemitismus, ich unterscheide zwischen drei Kategorien. Es gab den traditionellen Judenhass, der religiös begründet war. Also Juden waren sozusagen die Gottesmörder und deshalb wurden sie verfolgt von den, ich weiß was, im Mittelalter, in Kreuzzügen bis hin zur Inquisition in Spanien und in Portugal und so weiter. Juden wurden auch aus religiösen Gründen auch mit Pogrom heimgesucht, vor allem im osteuropäischen Raum. Aber das war religiös begründet. Dieses religiös begründete Judenhass hatte eben die Religion zur Grundlage, warum die Juden verfolgt werden müssen, beziehungsweise bestraft werden müssen und so weiter und so fort. Der Antisemitismus, der sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bildet, der hatte mit Religion nichts mehr zu tun. Das war ein sozial-ökonomisch begründeter Antisemitismus. Die Juden waren Fremdkörper. Gerade ihre Integration und ihre teilweise erfolgreiche Integration, also auch im Ökonomischen beispielsweise, dass sie im Bereich des Händlertums und des Bankierswesens, aber auch in der Kultur, auch in der Wissenschaft herausragend waren, gemessen daran, wie was für eine Minorität sie in der Gesellschaft waren, waren sie sehr herausragend in ihren Anteil an Wissenschaftlern und Philosophen und Künstlern, später vor allem auch performativen Künstlern und so weiter. An dieser Stelle entstand der Antisemitismus, der aber auch eine Reaktion war auf die Unbill der modernen Gesellschaft, die eine ganze Menge Klassen und Schichten der Gesellschaft hatten, die geschlagen waren von der Entfremdungsstrukturen der Moderne, die geschlagen waren auch von der Tatsache, dass man zwar das den Paradies auf Erden versprach, aber im Grunde genommen eine ganze Menge Menschen ein Leben zu fristen hatten, das schrecklich war. Und dafür brauchte man natürlich also den Sündenbock. Und der Jude war schon aus der religiösen Tradition heraus der ideale Sündenbock. Die dritte Kategorie des Antisemitismus, die entsteht aber erst am Ende des 19. Jahrhunderts und wird dann wirklich zu einem großen Unglück, zu einem großen Unheil, bei der sogenannten Rassenantisemitismus. Dazu muss man sagen, der Begriff der Rasse ist zwar von Gobineau im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts herausgebildet worden, nicht unbedingt aus antisemitischen Gründen, sondern irgendwie, weil er den Begriff der Rasse herausbilden wollte. Er wurde aber dann vor allem von Deutschen, beziehungsweise aus dem deutschsprachigen Raum dann für den Antisemitismus dann vereinnahmt. Zentrale Leute waren Eugen Düring beispielsweise, Leute wie Schönerer oder Leute wie Lueger oder Leute wie Treitschke und so weiter. Bei Treitschke gibt es noch keinen Rassenantisemitismus, aber eine ganze Menge von diesen späteren Leuten, Wilhelm Marr, der den Begriff Antisemitismus, wie es heißt, überhaupt geprägt hat, das waren Leute, die schon irgendwie sich mit der Rasse befasst haben. Worin sich der Rassenantisemitismus, also der biologische Antisemitismus, unterschied von anderen Antisemitismen, war darin, dass während man im religiösen Judenhass sich noch loslösen konnte aus seinem Judentum, indem man beispielsweise eine religiöse Konversion beging, oder beispielsweise im sozialökonomischen, indem man mehr oder weniger sich loslöste von bestimmten Berufen und so weiter. Man konnte sozusagen avancieren, man konnte sagen, man kann sich des Judentums überhaupt entschlagen. Im Rassenantisemitismus hatte der Jude überhaupt keine Chance mehr, sich loszulösen, denn an der Rasse wird man nicht los. Das heißt, der Begriff der Biologie ist dermaßen determinant, das ist eben der Begriff der Rassisten. Wissenschaftlich ist das natürlich überhaupt nicht haltbar, aber das ist ja gar nicht die Frage. Der Antisemitismus ist ja auch nicht wissenschaftlich orientiert, obwohl das der Düring gerade versucht hatte. Von der Rasse, von der Biologie, von den Genen kann man sich sozusagen nicht loslösen. Gerade in der Heraufkunft des Antisemitismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
kam es dann zu der Lösung, die dann im Jahre 1897, das kam dann als das ausschlaggebende, also das erste zionistische Kongress, eben der Zionismus als die Verheißung einer jüdischen Heimstätte, einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk, eben in Zion. Es gab da eine größere Diskussion, wo sollte diese Heimstätte stattfinden, wo sollte sie errichtet werden. Es gab mehrere Möglichkeiten. Man einigte sich letztendlich dann auf den Zionismus. Der Zionismus, und das ist jetzt der Wendepunkt vom diasporischen zum zionistischen Judentum, der Zionismus verlangte, dass der diasporische Judentum, Judentum heißt Diaspora Galut und im Eigenschaftswort Galuti, das ist also das schlimmste Schimpfwort, das man einem Juden im Zionismus, das schlimmste Attribut, das man einem Juden anhängen konnte, dass der diasporische Jude aufhört, diasporischer Jude zu sein. Das Schlagwort oder die Parole des Zionismus war die Negation der Diaspora. Negation der Diaspora heißt, jüdische Lebenswelten, wie sie sich erhalten hatten, entweder im osteuropäischen Städtel oder in Ghetto-Gemeinschaften oder sogar urban in den avancierten jüdischen Gemeinden Berlins oder Wiens oder Frankreichs oder Londons, dass man sagen kann, ihr habt letztendlich dort nichts verloren, ihr müsst dieses Leben aufgeben, ihr müsst dieses Leben auflösen. Ihr müsst im Grunde genommen eins tun, ihr müsst euch zu Zionisten wandeln. Und das bedeutet, dass ihr das Leben in der Diaspora aufgibt, zugunsten eines Lebens in einem zu errichtenden Staat in Israel. Ich sage zu errichtenden, denn den Staat Israel gab es ja damals noch nicht. Es ist ja ganz interessant, dass der Zionismus letztendlich ein Kopfgebot gewesen ist, die zwar eine Reaktion auf eine Realität war, nämlich auf eine antisemitische Realität, in der die Juden gelebt haben. Aber, und das ist das Wichtige, Juden hatten die drei Voraussetzungen für eine Nationalstaatsbildung damals noch nicht für sich in Anspruch nehmen können. Juden hatten noch kein Territorium, das in ihrer Hand war. Palästina, was es später werden sollte, war damals in türkischer, osmanischer Oberhoheit. Späterhin, nach dem Ersten Weltkrieg, wurde es dann zum britischen Mandat. Juden waren im Grunde genommen auch keine homogene Gemeinschaft, die dieses Territorium, wenn sie es dann bekommen hätten, hätten bevölkern können. Es gab ja keine homogene soziologische Kategorie des Judentums, die man sagen konnte, die kommt jetzt nach Israel. Juden mussten aus aller Herren Länder versammelt werden, um dann den Zionismus zu praktizieren. Juden mussten darüber hinaus aber auch noch, weil es ja französische Juden gibt und deutsche Juden gibt, polnische und russische Juden gibt, aber eben auch, was man damals noch gar nicht sich eingestehen wollte, aber auch eben marokkanische Juden und auch irakische Juden und auch syrische Juden und auch jemenitische Juden, das heißt also orientalische Juden. Und die große Frage, die sich damals stellte, was ist denn der gemeinsame Nenner ist, wenn es nicht mehr die Religion sein soll und der Zionismus wollte sich abwenden. Das war ja die große Forderung, das große Postulat des Zionismus, dass es sich abwendet vom halachischen, also vom orthodox-religiösen Judentum, dass dieses Judentum aufgegeben wird zugunsten eines modernen, nationalstaatlichen Judentums. Die große Frage war dann, was kann denn der gemeinsame Nenner sein? Und der gemeinsame Nenner war letztendlich eine jüdische Kultur, die jetzt neu, wie man sagen will, neu gegründet werden soll, also nicht aus der Tradition, sondern sollte eine neue Kultur sollte geschaffen werden. Das hieß zunächst mal eine Nationalsprache. Und Sie werden vielleicht überrascht sein zu wissen, Sie wissen, dass die heutige Sprache im neuzeitlichen Israel Hebräisch ist. Also nicht das Bibelhebräisch, sondern das moderne Hebräisch. Aber das war nicht der Fall um 1900 rum. Da gab es einen Riesenstreit, einen Sprachstreit, wo entschieden werden soll, ob das Jiddisch, wie es von den, wie es geredet wurden, von osteuropäischen Judentum oder Hebräisch, eine damals noch also das moderne Hebräisch, meine ich jetzt, eine damals noch unterentwickelte Sprache, die erst entwickelt und entfaltet werden musste,
ob das eine oder das andere ist, ist dann letztendlich dann das Hebräische hat dann gesiegt. Aber das war ein Sieg, das er ausfechten musste gegenüber beispielsweise die ganzen jüdisch schreibenden Schriftsteller. Ich lebe hier in Tel Aviv in einer Straße, die heißt Shalom Asch Straße. Shalom Asch war ein jüdischer Schriftsteller. Yud Lamed Peretz war ein jüdischer Schriftsteller. Der berühmteste von allen und für meine Begriffe auf Weltniveau war Shalom Aleichem. Das waren alles jüdisch schreibende Schriftsteller. Das heißt, es musste im Grunde genommen eine neue Kultur geschaffen werden. Und diese neue Kultur war im Grunde genommen dann der gemeinsame Nenner, was man sozusagen dann in der Entstehung den Leuten als Grundlage, als kulturelle Grundlage und wie gesagt gemeinsame Nenner dann bieten wollte, beziehungsweise die Leute sollten mit daran arbeiten. Das größere Problem bestand aber in der ersten Verwaltung, die nicht da war. Juden hatten kein Territorium. Und es gibt keinen Nationalstaat ohne ein fest umrissenes Territorium. Man muss ein Territorium haben, um einen Nationalstaat zu haben. Und weil man sich ja sozusagen dann entschlossen hatte, dass es Palästina, beziehungsweise wie es im Judentum heißt, Eretz Israel werden sollte, musste jetzt eine Ideologie geschaffen werden, die da besagt, ein Volk ohne Land, das Judentum, zieht ein in ein Land ohne Volk. Palästina bzw. Eretz Israel. Was man dabei übersah, und das ist ja das Verlogene der Ideologie, war die Tatsache, es lebte hier eine Kollektivität, nämlich die palästinensische Kollektivität, die gab es ja schon. Und was dann im Grunde genommen die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, dann, also nach dem ersten zionistischen Kongress und dem Aufblühen der zionistischen Bewegung über verschiedene Etappen dann sich etablierte, war letztendlich ein Moment, in dem man sich des Landes, also des Territoriums des Landes bemächtigte, teilweise durch Landkauf, teilweise durch Landraub, teilweise durch Eroberung. Wenn wir heute vom Nahostkonflikt reden, also einem vom Territorialkonflikt, den es gegeben hat zwischen den es bis zum heutigen Tag gibt zwischen Palästinensern und jüdischen Zionisten, das war der Ursprung. Juden waren eingezogen in das Land, in dem sie den Anspruch, auf das sie einen Anspruch erhoben hatten, weil sie meinten, das ist unser biblisches Land, das ist das uns von Gott verheißenes Land. Da muss man natürlich sagen, dass wenn Leute, Menschen 2000 Jahre in einem Land nicht gelebt haben, dann ist der Anspruch, der ideelle oder der religiös-ideelle Anspruch, eine sehr fragwürdige Angelegenheit. Das ist, würde so heißen, als würden irgendwie, also das ist mein Standardwitz und deshalb dürfen Sie als Orchidee in Ihrer Ecke jetzt heute jetzt dann gleich kichern, wenn ich Ihnen begründen würde, dass die deutsche Raison oder die Raison d'être des deutschen Staates sich darin begründet, dass Hermann der Cherusker neu nach der christlichen Zeitrechnung im Teutoburger Wald Varus besiegt hat und dass das dass das begründet mehr oder weniger die Raison d'être des 2000 Jahre später dann entstehenden und 800 Jahre später entstehenden deutschen Staates. Juden meinten aber, eben aus der Religion kommt, obwohl sie auch der Religion dann entsagt haben, das säkulare Judentum, meinten mehr oder weniger, das ist das Gott verheißene Land. Deshalb können wir nur in diesem Land ansässig werden wollen. Aber dieses Land war ja bewohnt. Es war damals noch keine Nation, die da lebte, aber eine große Kollektivität, die über Hunderte von Dörfern und so weiter sich mehr oder weniger in diesem Land schon seit Jahrhunderten etabliert, angesiedelt hatte. Ein großes Problem bestand also darin, dass der Zionismus, der eine Befreiungsbewegung gewesen ist, eine exklusive Befreiungsbewegung geworden ist, der sagte, wir wollen jetzt nicht die Menschheit befreien, wir wollen ganz gewiss nicht die Palästinenser befreien, wir wollen die Juden, die in aller Welt verstreut sind, in dieses Land bringen. Von daher war die große Frage, was heißt es denn, wenn man irgendwelche amerikanische Juden oder russische Juden oder deutsche Juden nach Palästina bringt, wo doch vollkommen klar ist, dass sie als Juden zwar diesen ideellen Anspruch erheben können,
aber im Grunde genommen fremd waren in diesem Land, in diesem Land im Grunde genommen ansässig gewesen waren, waren ja vor allem die Araber, also die Palästinenser. Das ist also ein zentrales Moment dieses Konflikts und an dieser Stelle muss man auch sagen, dass dieser Konflikt auch getragen war von einem Moment der kolonisierenden Expansion. Der Zionismus hatte etwas Expandierendes an sich, immer mehr Land gewinnen, auch das Land befruchten wollen. Also sind durchaus Leute, die sehr fleißig waren und auch sehr begabt waren zum Erblühen bringen der Wüste und so weiter. Aber es war eben Landnahme, es war Landraub teilweise und jedenfalls war das durchaus kontrovers. Wem gehört dieses Land? Bis zum heutigen Tag ist das ja die große Frage. Ein zweites Moment war das, was ich vorhin angesprochen hatte mit dem Messianismus. Der messianische Gedanke, den es ja im Judentum über Tausenden von Jahren gegeben hat, also über viele hunderte Jahre und 2000 Jahre ungefähr, der messianische Gedanke, als das, was die Juden getragen hat, wurde im Zionismus dahingehend übernommen, als man sagte, wir kehren in das Land der Urväter zurück. Aber der Zionismus, der sich säkular wähnte, argumentierte es nicht mit diesem religiösen Moment, sondern sagte, wir sind in die Geschichte zurückgekehrt, wir waren außerhalb der Geschichte, in die Geschichte zurückgekehrt. Und in die Geschichte zurückkehren heißt in das Land, das uns unser war vor 2000 Jahren, 2500 Jahren, in dieses Land zurückzukehren. Die Religion wurde da zwar ein Teil der Selbstverständnis des jüdischen Staates, des Zionismus, des zionistischen Staates, der ja im Jahre 1948 dann gegründet wurde, aber eben nicht als ein bestimmtes Moment, abgesehen davon, dass natürlich der jüdische Kalender eingehalten wird und so weiter, aber ein Gros der israelischen Bevölkerung, der jüdischen Bevölkerung Israels, ist ja säkular bzw. agnostisch bzw. nicht religiös. Wenn es in Deutschland manchmal heißt, Deutschland trägt Kippa, um zu beweisen, dass Deutsche sich mit Juden solidarisieren, begreifen sie im Grunde genommen, dass die allermeisten Israelis sich mit Kippa rumlaufen. Das ist ein ganz einfacher Grund, weil Kippa ein religiöses Utensil ist und die allermeisten Israelis sind vielleicht traditionell eingestellt, sind aber nicht religiös im Sinne der orthodoxen Juden. Deshalb gab es ein Spannungsverhältnis zwischen dem Zionismus und dem religiösen Messianismus. Denn der religiöse Messianismus sagte, der Staat Israel als zionistischer Staat darf nicht auferstehen, solange der Messias nicht gekommen ist. Das war ja die Voraussetzung für den messianischen Gedanken. Erst wenn der Messias kommt, werden sich alle im Land des Zions dann versammelt haben. Aber solange er nicht gekommen ist, darf eben der Staat Israel nicht entstehen. Das ist der Grund, warum, und das wissen auch in Deutschland eine ganze Menge Leute nicht, warum orthodoxe Juden keine Zionisten sind. Und die Ultraorthodoxen waren sogar ganz fanatische Antizionisten. Teilweise noch bis in die 60er, 70er Jahre haben sie am Unabhängigkeitstag Israels schwarze Fahnen rausgehängt aus ihren Fenstern in ihren Stadtgebieten, Be'er Sha'arim oder Bnei Brak. Warum? Weil das für sie ein Trauertag war, nicht ein Tag zu der Befeierung sozusagen der Unabhängigkeit des jüdischen Staates, sondern ein Trauertag, weil man den Staat gegründet hatte, bevor der Messias gekommen war. Ein großes Problem bestand also zwischen dem säkularen Judentum und dem orthodoxen Judentum. Und da entstand in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, damals noch als eine kleine Bewegung, aber eine, die nachher schicksalsträchtig werden sollte für das Land Israel, nämlich die Bewegung des Versuchs, Zionismus und Messianismus, was ich gerade als miteinander nicht vereinbar dargestellt haben. Wenn der Zionismus sagt, jetzt gründen wir den Staat und der Messianismus sagt, ihr dürft jetzt noch gar nicht, das ist gegen Gottes Willen, dass ihr jetzt den Staat gründet, dass an dieser Stelle dann eine Art Quadratur des Kreises stattgefunden hat, als nämlich ein Rabbiner Cook und in seiner Folge dann eine ganze Menge weitere Denker
zu dem Ergebnis gekommen waren, wir können das im Grunde genommen miteinander vereinbaren. Was heißt das? Ja, sagt der Rabbiner Cook oder beziehungsweise das nationalreligiöse Judentum sagt, es stimmt. Der Messias muss erst kommen, aber historisch ist er offenbar schon unterwegs, was sich daran beweist, dass die zionistische Bewegung in die Welt gekommen ist. Also für das nationalreligiöse Judentum ist der Zionismus die Manifestation des unterwegs sich bewegenden beziehungsweise anrückenden Messias. Und jetzt kommt das Ausschlaggebende, dass im Jahre 1967 dann das Westjordanland und die Golanhöhen und der Gazastreifen, aber vor allem das Westjordanland erobert worden war, war das für diese messianisch ausgerichteten Nationalreligiösen der endgültige Beweis dafür, dass diese Ankunft des Messias unmittelbar bevorsteht. Man lebe sozusagen im Zeitalter im Angesicht der Ankunft des Messias, Pa'amei Mashiach heißt es auf Hebräisch, dass dies dann zu einem ganz gravierenden politischen Faktor geworden war. Diese Leute, die ursprünglich die Nationalreligiösen, noch ursprünglich ziemlich moderate Religiöse waren, Reformjuden teilweise, der Vater von Avram Burg, Josef Burg, war ein Leipziger, ich glaube Leipziger oder Dresdner, der irgendwie bekannt promoviert hatte. Es gab dann ganz moderate Leute und so weiter. Das waren dann das fanatische Kontingent, das ab 1967 ideell und in Mitte der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts dann praktisch anfing, ja, einen Faktor darzustellen in der Besiedlung der eroberten Gebiete, allen voran des Westjordanlandes. Das gesamte Siedlungswerk, das dann kam, war im Grunde genommen die politische Verwirklichung des abstrakt religiösen Gedankens, dass der Messias sozusagen schon unterwegs war. Und die Manifestation von dem ist mehr oder weniger die Besiedlung des Landes. Was 1975 begann mit den ersten Siedlungen, 74 oder 75 mit den ersten Siedlungen, heute stehen wir vor einer Realität, nachdem die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung endgültig ad acta gelegt worden ist, über die können wir nachher noch diskutieren, dass Dunkelziffer von 700.000 Siedlern im Westjordanland redet. Das heißt, es gibt heute Siedlungsblöcke, die man nicht mehr evakuieren kann. Die kann man nicht einfach so die Siedlungen abbauen und die Leute, 700.000 Menschen, dann in das Kernland Israel zurückbringen. Eines der Gründe, warum der Oslo-Prozess und späterhin die anvisierte Zwei-Staaten-Lösung zugrunde gegangen war, weil Israel systematisch im Grunde genommen die Möglichkeit einer Zwei-Staaten-Lösung, also einer Friedenslösung mit den Palästinensern, unterwandert hat, eben durch diese praktische Besiedlung des Westjordanlands. Jetzt kann man natürlich sagen, aber was haben denn diese Minorität, diese Nationalreligiösen, die eine Minorität darstellen, wieso haben sie denn so viel zu bestimmen? Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die man in Deutschland nicht sehr oft versteht. Sie sind eine Minorität als Nationalreligiöse. Sie sind keine Minorität mit ihrer Bestrebung, das Westjordanland zu besetzen und zum Teil von Israel werden zu lassen. Israel, insofern die Teilung des Landes, das heißt also ein palästinensischer Staat, der gegründet wird als gegenüber einem israelischen jüdischen Staat, diese Vorstellung ist unterwandert worden durch die immer weiter sich die immer weiter expandierende Besiedlung des Westjordanlands durch jüdische Siedler, die dort im Grunde genommen völkerrechtsmäßig gar nichts zu suchen haben. Die mögen meinen, dass es gottverheißenes Land ist, aber nach dem säkularen Völkerrecht haben sie dort nichts verloren. Das große Dilemma und das große Problem ist, was ich jetzt immer mehr weiß, auch in den letzten drei Wahlgängen, die wir im letzten Jahr zu verzeichnet haben, dass die sogenannte Linke, es gibt ja keine israelische Linke mehr, das heißt, die Linke, die einzige Linke, die es heute ist, eine nicht-zionistische Linke, aber die zionistische Linke, die ja geschrumpft ist, das, was man sozusagen
das Zentrum, das Linksliberale nennt und so weiter, ist ja in dieser Frage gar nicht so sehr weit entfernt von den nationalreligiösen Siedlern und schon gar nicht von der rechten Ideologie und sogar rechtsradikalen Ideologie eines Netanjahu. Benny Gantz als Träger dieses linksliberalen Blocks, das hat mit links gar nichts zu tun, also mit diesem liberalen oder rechtsliberalen Blockes, hat im Grunde genommen keine andere Anschauung im Nationalen, im Militärischen, in der Frage der Gebiete als Netanjahu. Und als Trump dann sozusagen den Jahrhundertdeal angeboten hat, hat ihn im Grunde genommen der ganz ratifiziert bzw. gutiert, noch bevor es Netanjahu geschafft hat, es zu gutieren. Es gab überhaupt keine, in den letzten drei Wahlgängen überhaupt keine Frage, was machen wir mit den besetzten Gebieten? Die besetzten Gebiete, das ist ja das Problem der Annexion, das jetzt ansteht. Darüber können wir jetzt auch gleich mal diskutieren. Aber dieses Problem, von dem wir jetzt gerade reden, hat eben damit zu tun, dass der ursprüngliche messianische Gedanke, der rein religiös gewesen ist und im diasporischen Judentum im Grunde genommen eine regulative Idee darstellte, wir müssen hier in der Diaspora ausharren, bis eines Tages der Messias kommt. In dem Moment, wo der Messias dann sozusagen dann politisiert wurde, wenn ich das mal so sagen darf. Und in dem Moment, wo man gesagt hat, der ist ja schon da, der Messias, beziehungsweise unterwegs, denn der Beweis dafür ist ja die Tatsache, dass den zionistischen Staat gibt. Diese Sache hat dann dazu geführt, dass diese Nationalreligiösen, obwohl sie eine Minorität sind im gesamten israelischen Spektrum, im Grunde genommen heute ziemlich zentral und determinant sind in der Auffassung dessen, was mit den besetzten Gebieten passieren soll. Das ist ungefähr so, dass wenn die Grünen in Deutschland die Idee der Ökologie gehabt haben, und die heute aber von Frau Merkel nicht weniger gut vertreten wird als von den Grünen, was mehr oder weniger auch die Grünen verüberflüssigt, ist mehr oder weniger auch mit dem nationalreligiösen Siedlungsgedanke passiert, dass er dann übernommen wurde ist von den Rechten und Rechtsradikalen. Und die Tatsache, dass gerade die nationalreligiöse Partei jetzt nicht in die neue, in die jetzige, heute eingeschworene Regierungskoalition reingekommen ist, hat damit zu tun, dass sie im Grunde genommen überflüssig geworden sind. Man braucht ja nicht mehr die Nationalreligiösen, denn Netanjahu macht den Job und Benny Gantz macht den Job nicht weniger gut. Ein letztes noch, bevor wir dann jetzt in die Diskussion eingehen, und dann werde ich wirklich genau eine Stunde geredet haben. Die Tragödie des Judentums im 20. Jahrhunderts, der Holocaust, die Shoah, haben einen Moment geschaffen, dass man nach 1945 wurde die Gründung eines zionistischen bzw. eines Judenstaates zur historischen Notwendigkeit. Also das muss man auch denjenigen sagen, dass der Zionismus hätte gar nicht in die Welt kommen dürfen. Das mag wohl wahr sein, oder es gibt wohl Leute, die so denken, aber weil sich die Sachen so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben, war es durchaus eine Frage, was passiert nach 1945, wo sollen die Juden noch hingehen? Und diese Frage wurde beantwortet und natürlich vom Funktionismus auch weitlich ausgekostet, die gehen nach Israel. Das heißt, Judentum und Zionismus wird sozusagen dann gleichgestellt. Aber es gibt ja ein Indiz, dass das ja nicht stimmt und dass es nicht geklappt hat. Die Hälfte des jüdischen Volkes, wenn es denn ein jüdisches Volk überhaupt gibt, aber wir gehen davon aus, dass es ein jüdisches Volk gibt, die Hälfte von den Juden, in der Welt lebenden Juden, leben ja nicht in Zion, leben ja nicht in Israel. Das heißt, es gibt weiterhin noch die sogenannte Diaspora mit dem einen Unterschied. Während die Israelis die im Ausland lebenden Juden als diasporisch ansehen, es gibt eine ganze Menge Juden, die nicht in Israel sind, beziehungsweise im Ausland leben, beziehungsweise in ihren Residenzgesellschaften leben, wie amerikanische Juden beispielsweise, die sich gar nicht selbst für diasporisch erachten. Die meinen gar nicht, irgendwie eines Tages nach Zion oder nach Israel gehen zu sollen, sondern fühlen sich sauwohl in Amerika oder wo immer sie leben.
Das Problem des Diasporischen ist im Grunde genommen nie wirklich bewältigt worden, auch nicht durch den Zionismus. Und es gibt einen berühmten Spruch von Schmarjau Lewin, der es sehr pejorativ gemeint ist, aber im Grunde genommen ein Stück Realität darstellt. Man kann, sagt er, die Juden aus der Diaspora herausbringen, aber das Diasporische aus den Juden kann man nicht so leicht herausbringen. Und von daher ist der Zionismus und das diasporische Dialektik noch immer miteinander verbandelt, um auf längere Sicht auch gar nicht voneinander zu trennen.